ich mit euch Ramen-Nudelsuppe. Was ist Ramen-Nudelsuppe? Ich habe damit ein bisschen beschäftigt. Also Ramen-Nudel eigentlich ist von China. Dann von Chinesen nach Japan ausgewandert sind, haben die Ramen-Nudel mitgenommen. Zum Beispiel, also in Japan sagt man Ramen, also Ramen, aber in China heißt Ramen. Diese Ramen-Nudel hat zwei Bedeutungen. Eine ist Nudel mit essbarer Alkali verwendet. Zweite Bedeutung ist mit in eine dicke Suppe. Also diese Suppe kann auch Miso-Suppe, das ist von Japaner, hat eine Miso-Suppe gemacht. Und unser Chinesen macht Sojasauce mit Sojabohnenpasta und auch mit Currypasta. Ich mache heute zwei Suppe. Eine ist Sojasauce-Pasta-Suppe, eine ist Currypasta-Suppe. Und warum die Chinesen machen diese essbare Alkali in Nudel rein? Weil mit dieser essbare Alkali in Nudelteig, also Chinesen oft, die machen selbst, zu Hause machen selbst Nudeln. Dann ist diese Nudel lange haltbar. Gleichzeitig, diese essbare Alkali verändert die Geschmack von Nudeln. Drei Sachen. Also erst ist Nudel hart, also weich, trotzdem hart. Zweite, Nudel ist ein bisschen gelb. Dritte, das mag ich sehr gerne, diese Nudel hatte sehr gut Kaukraft. Also kann man sehr gut kauen, nicht wie Durcheinander-Nudel. Und das ist Ramen-Nudel und in dickere Suppe mache ich heute mit euch. Und für Suppe brauchen wir Knochen, entweder Schweineknochen oder Rindknochen oder Hähnchen, also Hähnchenflüge geht auch. Und für diese Soße, ich mache heute zwei Soße, eine ist mit Sojabohnenpasta und mit Paprikapulver, eine andere mache ich Currypasta. Das ist diese Ramen-Nudel, La Mie, in Chinesisch heißen, sehr typisch in China. Und dann brauchen wir noch die Curry, Pfefferkörner. Und das ist die fünf Gewürze im Pulver. Und für die Topping, also da Ingwer, Knoblauch und Frühlingslauch brauchen wir auch. Und eine Chilischote. Für Topping brauchen wir Karotte. Also nehme ich Karotte und deutsche Salat. Einfach. Und noch Eier da drauf. Nudeln nehme ich Weizenspaghetti, aber ihr fragt mich bestimmt, Spaghetti, das ist doch keine akalischen, essbare akalische Ramennudeln. Ich zeige euch gleich. Fangen wir an. Für die Suppe habe ich Rindknochen gekauft, und aber ein bisschen Fleisch drauf. Und dieses Stück ist mit Meerfleisch und die müssen mindestens eine Stunde in Wasser reinlegen, bis Wasser rötlich ist. Das heißt, kommt Blut raus. Also die Knochen erst in kaltes Wasser aufkochen lassen und ca. 5 Minuten aufkochen lassen, dann komplett rausschütten und die Knochen waschen, Kochtopf waschen, wieder in klares, kaltes Wasser mit Zwiebel, Frühlingslauch, Knoblauch und Ingwer und noch chinesische Pfefferkörner rein.
circa 5 Stunden schmoren lassen. Wenn die aufgekocht ist, dann 5 Stunden schmoren lassen. Das ist ein bisschen aufwendig, zeitaufwendig, aber kann man sehr gut vorbereiten. Zum Beispiel Abend, nach dem Feierabend, das vorzubereiten und für den nächsten Tag Ramen-Nudelsuppe kochen. Erst die Karotte in Scheibe schneiden und dann noch in Streifen schneiden. Und Frühlingslauch auch in feine Stückchen schneiden. Chilischulter ruhig mit den innen diese Kernen ruhig lassen und auch in Scheibe schneiden, weil nachher bei in Öl angebraten, nach Öl anbraten wird wieder ausgesiebt. Knoblauch auch erst eine Scheibe schneiden und die Streifen schneiden, dann noch feine hacken. Und Ingwer erst die Haut schälen und dann auch in Scheibe schneiden und Streifen und feine hacken. Jetzt kochen wir Ramennudeln. Die Natron, ein Teelöffel voll Natron rein und warte, bis dieses Wasser wieder ruhig ist und Spaghetti, Weizen-Spaghetti-Nudeln rein. Bitte 2-3 Minuten länger kochen, als die Verpackung steht, also wie lange kochen müssen. Heiß Wok, kalt Öl, bitte mehr Öl angeben und erst diese Pfefferkörner braten lassen. Und dann geben wir gehackte nach Reihenfolge erst diese Chilischote angeben und Ingwer und Knoblauch, dann zum Schluss dieser Frühlingslauch anbraten. Also braten, bis dieser Geschmack rauskommt. Also riecht sehr gut. Jetzt sieben wir. Also nur die Öl reinlassen und diese Gewürz alles aussieben. Das ist für die Soße-Vorbereitung. Ein kleines bisschen Sojasauce und Sojabohnenpasta geben wir auch rein. Bisschen umrühren. Und jetzt noch Paprikapulver eingeben. Kochen lassen. Und die 5 Gewürze Pulver auch reingeben. Also da bekommt ihr im Asia-Shop, also Asia-Supermarkt. Jetzt umrühren und ein bisschen Zucker rein, ohne Salz. Fertig. Die Soße. Nudel ist auch gleich fertig. Nach Nudeln gekocht haben und erst in kaltem Wasser
ausspülen lassen und dann wieder in heißes Wasser, sonst die Nudel wird zu kalt. Also ich habe jetzt Wasser wieder gekocht und jetzt machen wir die Gemüse und Gemüse kurz im Wasser kochen lassen. Eine Minute, also 30 Sekunden. Blanchieren. Fertig. Also, Soße ist schon fertig gemacht. Das ist diese mit Sojabohnenpasta und Paprika. Das habe ich Currypaste gekauft. Also egal welche Currypaste könnt ihr nehmen. Oder mit der Currypulver auch. Und da ist der Rind, Knochensuppe. Also stattdessen können wir auch für Vegetarier auch Gemüsebrühe. Ja, geht auch. Und also wichtig ist die Soße. Also ich habe vorher gesagt, Ramennudel ist mit essbarer Akali gekocht. Wir haben jetzt italienische Weizenspaghetti auf Ramennudel verwendet. Und mit dickerer Suppe. Das ist eine klare Suppe, aber nicht dick. Deshalb brauchen wir die zwei Pasta, also die zwei Soße. Jetzt, also die Rindsuppe habe ich heute 6 Stunden köcheln lassen. Aber für euch, vielleicht gebe ich einen Vorschlag, nach dem Feierabend nach Hause kommen, nach Arbeit nach Hause kommen, diese Suppe vorbereiten und den nächsten Morgen nur Nudeln kochen, Pasta machen und Gemüse, dann ist Abendessen ganz schnell fertig, 10 Minuten. Ja? So, diese Pasta habe ich auch das erste Mal zu probieren, deshalb mache ich erst weniger rein. Dann jetzt kommt Ramennudel. Salatblätter und den Karotte haben wir kurz gekocht und hier ist dieses Fleisch, schneide ich. Jetzt kommen noch eine Ei dazu. Also Topping.
Wenn jemand kein Chili mag, weglassen. Gut, das ist Currysoße. Mach jetzt die chinesische Sojabohnenpaste. Also mir persönlich natürlich Sojabohnenpasta schmeckt mir am besten. Siehst du, jetzt Suppe ist dick geworden. Ich habe keine Hilfe zu probieren. Sehr gut. So, jetzt kommt auch Salatblätter. Karotte. Eine Ei. Ups. Auch. Auch fertig. Geschafft. Jetzt zum Essen. Okay. Falls meine Sendung euch gefällt, abonniere meine Sendung unter Daumen hoch. Oder wenn ihr was Kommentar habt, dann schreibt unten in meine Sendung rein. Kommentar rein. Und die alle Rezepte seht ihr unten in Sendungbeschreibung. Das war's heute. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss.